herzlich willkommen, meine einkaufssüchtigen Kunden, in unseren Tankstellensimulator. So, ich würde mal sagen, wir machen mal die Tankstelle wieder auf. Wie viel Geld haben wir oben? Oh, wir haben nicht mehr viel Geld. So. Ja, hier habe ich anscheinend nichts eingekauft. So, wie schaut es hier aus? Mal überprüfen, ob wir überhaupt noch was haben. Da ist alles leer. Hier? Auch alles leer. Okay, gut. Müssen wir erst mal wieder Geld verdienen. Dass wir mal wieder irgendwas einkaufen können. So. Ja, ich habe mehrere... Ich habe einen Supermarkt. Und noch eine Tankstelle. Wenn ihr gerne mal in den Supermarkt kommen wollt... Wäre das auch nicht schlecht. Wie viel Benzin haben wir? Genug. Okay, gut. So, jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis da irgendjemand kommt. Oh Mann, die Regale sind auch schon ganz schön leer. Ah. Ach ja, stimmt. Ich habe Eis gekauft. Aha. Was müssen wir eigentlich machen? Kunden bedienen, Trinkgeld. Aha, okay. Fahrzeuge bedanken. Du. Heißt eigentlich unsere Mitarbeiterin? Angestellter. Angestellter, wie heißt du? Info. Ach, das ist die Anne. Die Anne. Amelie. Ja, einen Moment. Musste kurz einen Schluck nehmen. Es ist so staubig hier. Dann bedanken wir sie mal. Wünsche ich Ihnen auch. Schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Guten Tag, der Herr. Ich habe gehört, Sie haben ein Problem mit Ihrem Kofferraum. Na gut, dann nicht. Hätte ja sein können. Die ruht sich immer noch aus. Ja, gehen Sie ruhig shoppen, gehen Sie ruhig shoppen. Oh, da ist einer in der Werkstatt. Guten Morgen, der Herr. Ich habe gehört, Ihr Auto ist ziemlich defekt. Und ziemlich ist noch untertrieben. Hier kaputte Sachen. Okay, nee, ich will doch einen Reifen. So. Ja, ich war letzte Woche in der wunderschönen Stadt da drüben bei meinem Supermarkt. Ich hatte einen Supermarkt aufgemacht, hier drüben in Las Vegas. Und er läuft jetzt mittlerweile. Darum habe ich mir gedacht, ich gehe wieder zu meiner Tankstelle zurück. Und lass mal mein Kassenjungen da mal die Arbeit über. Ja, gell. Ah, sie ist endlich an der Kasse. Mensch, Leute, schmeißt doch das Zeug einfach in den Mülleimer. Dafür habe ich ihn doch da. So. Nein. Das hier. So, zack. Rein damit. So. Entschuldigen Sie, ich war gerade in der Werkstatt. So. Ich bin mal gespannt. Ah ja, ich war offline ein bisschen fleißig. Ich habe die ganzen Sandhaufen hier weggemacht. Alter Falter, sage ich euch. Der Rudi, ey. Die alte Flügelsau. Der schluckt nicht schlecht. Nochmal gucken. Aufgekriegt.
so schnell den Kofferraum geknackt. Onkel wäre wieder stolz. Also wir haben $600, ey. Das ist doch gut, dann können wir doch mal shoppen gehen hier. Lieferung, Produkte, Autopflege. Ja, ist alles ein bisschen teuer, egal. Mal 300 Zeitschriften. Ne, Alkohol brauchen wir noch. Ne, warte mal. Ja, Alkohol war das noch. Ach, jetzt ist wieder alles raus. So, ein bisschen Alkohol müssen wir auch noch einkaufen. Kann das? Nein, langt nicht. Ach scheiße, geht ja auch nicht vom Lager her. Deshalb. Oh Gott. Guten Nacht, die Dame. Was kann es sein? Fast 12 Liter. Okay, gut. Danke, danke. Auf in die Werkstatt. Hallo, die Dame. Nettes Outfit. So. Drei kaputte Sachen. Die Tür und zwei Reifen. Ich will bald wieder Reifen nachkaufen. Ey. Oh. Also, wenn jemand von euch Lust hat, mal nach Las Vegas zu kommen in meinen Supermarkt. Er ist jeden Tag geöffnet. Gibt wunderbare Produkte. Nur nicht alles, aber wir arbeiten drauf hin. Unsere Auffüller sind bloß ein bisschen total dämlich. Die laufen mit dem Karton gegen ein Regal, wo eigentlich das Produkt gar nicht drin ist. Musste ich schon deswegen zwei Leute feuern. Also gutes Personal ist gerade Mangelware. So, Lieferung am Lagerhaus. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Schon wieder eine Woche her. Warte mal. Jürgen war der mir die Reifen immer liefert. Ey, oder war das Günther? That'll do. See you later, Alligator. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben doch gerade erst eingekauft, oder nicht? Wie kann es sein, dass wir schon wieder $600 haben? Guten Tag, Herr Officer. 10 Liter soll es sein. Ah ne, Entschuldigung, Gallonen. Ja, das ist ja gut, dann kaufen wir doch mal Reifen ein und so. Ja? Also, Teile, Reifen, sind sie günstig? Sie sind günstig. Kaufen wir doch gleich mal 10 Stück ein, oder? Ja. Lackstift, der ist teuer. Spiegel, der ist teuer. Naja, was soll's. Dann kaufen wir doch mal 5 davon ein und 5 davon ein. Und dann sind wir bei 750. Okay, machen wir so. Oh, ach so. Oh, schau mal, da ist schon der erste Kunde. Entschuldigen Sie, Sie müssen mal einen Moment warten. Ich muss mal kurz die Reifen aufräumen. Also ich muss schon sagen, sogar die Kassiererin ist schneller. So, was? Wo drückt der Schuh? Reifen. Da habe ich ja das Wort genau getroffen. Wo drückt der Schuh? Ich muss noch die Regale auffüllen, fällt mir gerade so ein. Ich kaufe das Zeug ein, aber fülle die Regale nicht auf. Was bin ich denn wieder für einer? Oh, Brenda. Komm mal lang. Bis zum nächsten Mal. Okay, die Preise haben sie nicht erhöht.
ist gerade bei mir das Licht ausgegangen. Nein, Alkohol war es nicht. Hier war das. Hier. Hau rein. Bleib doch an. Nur diese Lichter. Magst du, Emily? Emily. Emily, wir brauchen. Da ist Günther. Genau. Er ist Günther, der andere ist Jürgen. So. Günther, du alte Sau. Ich habe gehört, du hast Reifen für mich. Und mach auf das Ding. So. Edelü. Hasta la vista. So, du machen. Halt, Reifen sind da drüben. So. Der Reifen eingekauft. Wunderbar. Aber ich glaube, ich weiß, warum ich so viel noch im Lager habe. Das ist das ganze Eis. Mal gucken, ob wir wieder Eis nachfüllen müssen. Boah, ich glaube, ich weiß, was wir machen. Nein, lieber Dekoration war es nicht. Einrichtung, genau, Regale. Und zwar, ich brauche. Genau, eine große. Alles drin. Hallo die Dame, Sie wollen 19 Gallonen. Gut. Also wir brauchen Bier. Bier und Tabak. Aber jetzt machen wir erstmal Bier. Erstmal Alkohol. Ach nee, das sind die Erfrischungsgetränke. Ups, egal, wir brauchen Alkohol. Und jeder Sorte etwas. Passt das ins Regal? Nee, dann müssen wir mal hier das da mal wegtun. Und dann holen wir uns nochmal Zigaretten. Ah, die letzten Zigaretten waren zu viel. Okay, bestellen. Was? Oh, Kraftstoff ist auch niedrig. Okay, Moment, dann müssen wir schnell mal. Drei Reifen und die Tür ist im Arsch. Okay, machen wir erstmal die Tür. Gar nicht mitgekriegt, dass der Ding schon wieder. Treibstoff schon wieder. Das ist immer das Problem, wenn man so einen zu kleinen Tank hat. Da passt immer nicht viel rein. Einen Reifen. Na, da kommt Jürgen. Günther und Jürgen. Oh, fertig, 200, wunderbar. Lieferung, Treibstoff. Oh. Hey Jürgen! Ich hab gehört, du hast schon wieder schöne Sachen für mich dabei. Ja, das Leben eines Tankstellers. Ich muss ehrlich gestehen, eine Tankstelle zu besitzen wäre doch bestimmt geil. Aber dann würde ich, also wenn ich eine Tankstelle hätte, ich würde das wie
hier in den USA machen. Keine Selbstbedienungstankstelle, sondern das macht der Chef selber. So, einen Moment, die Herrschaften, ich füll mal schnell hier den Schieberitt auf. Warte mal, da haben wir ja noch. Ah, der ist auch voll. So, den Tabak nehmen wir auch mal. Wer will einen Fisch? Nix! Nix! Guck mal, riech mal. Riech mal. Riech mal, riecht nach Fisch, gell? Laufstopp. Ah ja. Hey Kevin! Füll mal rein den Fusel. Muss kurz mal an die Kasse. Ach. Kasse steht auch schon beschissen. So. Oh ja, jetzt müssen wir aufpassen. Kein Problem, die Dame. Oh, Kraftstoff, Moment. Guten Tag. 16 Gallonen, okay. Oh, da ist gerade. Elvis vorbeigeflogen. So. 10 Artikel will die Dame, okay. Bier. Soda, L, Wine, Soda, Ale, Wine. Die feiert irgendwie eine große Party anscheinend. So, guten Tag, die Dame. Was haben Sie angestellt? Reifen im Arsch und Lackschaden. Ja, kein Problem. Machen wir doch. Dafür sind wir doch da. Und zack, drauf, alles Rad. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier Geld verdienen. Oh, das war der bestimmt der böse Ehemann oder der Freund. So. Irgendwas? Spiegel. Oh, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Den habe ich nicht gesehen. So, der Müll. Welcher ist das? Hier vorne, der stinkt wieder. Aus damit. Einen Moment. So. Kunde an der Kasse. So ein Kunde aber auch. Sind sie übrigens schon 18? Immer diese Minispielchen. Huch! Der wäre fast reingefallen. Die hätte sich gefreut. Na, oh, das ist aber lieb von dir. Oh, Alter, was war das jetzt gerade? Jawohl. Dankeschön, beehren Sie uns bald wieder. Einen Moment, die Dame, ich muss mal schnell tanken gehen. Guten Abend, die Dame. Sie wollen 16 Gallonen. Mache ich das überhaupt richtig? Am besten mal in die Kommentare schreiben. Oh ja. Autoartikel. So. Was brauchen wir noch? Wir müssen Kunden noch bedienen.
Hat aber wieder einer gesnackt. Guten Abend, die Dame. So, was ist kaputt? Vier Sachen sind kaputt. Zwei Spiegel, ein Reifen. Und wieder Lackschaden. Oh, nö, ey. So, Spieglein, Spieglein an der Wand. Hä? Nee, dann machen wir halt erst das mit dem... Mann. Und das war ein Waschbär. Eindeutig, das war ein Waschbär. So, darf ich jetzt den Seitenspiegel hier mal reparieren? Interessant zu wissen, dass man erst die Tür reparieren muss, dass man erst an den Spiegel rankommt. So. Das wird aber eine teure Sache. So, zack. $200. Guten Abend. Was hätten Sie gerne? 14,36 Gallonen. Herr Officer, guten Abend. Ja, wir haben rund um die Uhr auf. Ja, kein Problem. So. Ah, schon wieder ein Kunde an der Kasse. Ach ja, da komme ich ja nicht durch. Kunde an der Tanke, nicht, haben wir nicht. Ja, genau, so war das. Oh ja, das sollten wir mal nachbestellen. Lieferung, Produkte, Snacks. Ja, Popcorn ist ein bisschen teuer, aber egal. Das war knapp. Alter, die hat ja nur Autopflegeprodukte. Aber das ist mir eigentlich relativ. Das gibt gut Geld. Oh, Kollegen. Oder was? Ich bin immer der Meinung, dass man bei solchen Spielen immer schaut, dass man ganz, ganz, ganz viele verschiedene Charaktere hat. Weil kommt immer scheiße, wenn dann immer, was ich, drei Leute, die genau ausschauen, dann hintereinander stehen. Jawohl. Oh, Werkbank, Werkstatt, meine ich. Alter, ich muss erst einmal hier wieder die Reifen, ey. Was haben wir denn denn? Zwei Reifen. Also die Reifen, die gehen immer weg wie warme Semmeln. Und wir haben schon wieder 900. Obwohl wir eigentlich shoppen gegangen sind. Boah, das ist ja Wahnsinn mal wieder, ey. So, was ist jetzt kaputt? Spiegel. Zack. Bitte, auf Wiedersehen. Ah, Jürgen, ich komm. Sich immer noch aus. Kann ich ins Lager gucken, was ich habe?
Erst einmal die Dame bedanken. Oh, Moment, die Herrschaft. So. Da ist nichts drin. Da haben wir noch Getränke. Alter. Einen Moment, ich muss mal kurz den stinkigen Müll rausbringen. Das hatte mal höchste Priorität bei mir. Ich muss mal wieder durchwischen, ey. Du bist niedrig. Ja, ebenso. Moment, ich muss mal kurz. So. So. Ja, was ist das Problem? Echt, nur der Reifen? Das sind 50 Tacken. Aber jetzt kommt Kevin und bringt den Schieberit mit. Mal wieder die Reifen aufräumen, das ist ja fürchterlich, ey. Könnten eigentlich mal wieder einen Günther anrufen. Der könnte mir mal wieder ein wenig Material mitbringen. Mal gucken. Lieferung. Teile. Reifen. Sind teuer geworden. Alles teuer geworden. Oh Mann. Kommen wir mal von allen 5 Stück. Von allen 5 Stück. Kevin ist auch schon da. Komm, Kevin. Jawohl. Wunderbar. Okay. Kevin füllt auf. Danken den hier noch nach. So, meine lieben einkaufssüchtigen Kunden, ich bedanke mich fürs Vorbeischauen und fürs Shoppen. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Füllt euren Geldbeutel wieder auf, weil ihr wisst, die Tankstelle muss rocken und kommt auch mal nach Las Vegas. Da ist mein Supermarkt. Der muss auch mal rocken. Da könnt ihr auch gerne einkaufen gehen. Und in diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.